Ja, vielen Dank. Und Sie sehen hier den Bundesinnenminister. Er ist der erste Redner zur aktuellen Stunde islamischen Terror in Europa bekämpfen, beantragt von CDU, CSU und SPD. Sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die jüngsten Anschläge in Wien, Nizza und nahe Paris haben uns erneut vor Augen geführt, welch ungeheure Bedrohung der islamistische Terror für uns nach wie vor darstellt. Auch in Deutschland mussten wir in diesem Jahr schon 3 islamistische Anschläge verzeichnen: einen Brandanschlag in Waldkraiburg, den Angriff auf der Berliner Stadtautobahn und den Angriff in Dresden mit einem Mord. Die Gefahr durch den islamistischen Terrorismus besteht also unverändert fort. Wir wussten und wissen um diese Gefahr. Und wir haben dies auch in den Monaten vor den genannten Taten hier immer wieder betont. Wie oft habe ich darauf hingewiesen, dass die höchste, größte Bedrohung durch den Rechtsextremismus in unserem Lande erwachsen ist. Und habe immer wieder betont, wir dürfen aber auf keinem Auge blind sein. Auch der islamistische Terror gehört zu den Herausforderungen unserer Zeit. Die Gefährdungslage bei uns im Lande ist hoch. Das heißt, für die Allgemeinheit übersetzt, ohne dass wir Angst machen, wir beschreiben die Realität. Mit Anschlägen muss auch bei uns jederzeit gerechnet werden. Wir haben also die Pflicht, alles zu tun, um die Gesundheit unserer Bevölkerung, um die Gesundheit und das Leben unserer Bevölkerung zu schützen. Aber ich möchte gleich zu Beginn sehr klar sagen, unser Kampf gegen Terrorismus richtet sich nicht gegen den Islam, sondern gegen fanatischen und gewalttätigen Extremismus. Unsere Sicherheitsbehörden sind hochsensibel, hellwach und auch gut gerüstet. Dies, glaube ich, darf ich auch für unsere Bundesländer sagen, mit denen wir gerade in diesen Tagen in einem regelmäßigen Kontakt stehen. Es freut mich auch, dass der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Kollege Georg Mayer, sich an dieser Debatte beteiligt. Und diese Sicherheitsbehörden brauchen in dieser schwierigen Zeit die vollste Rückendeckung von uns allen. Denn sie verrichten gerade in dieser Richtung einen äußerst schwierigen Dienst. Was ist zu tun? Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir die Befugnisse, die wir haben für die Sicherheitsbehörden und das geltende Recht richtig anwenden, konsequent anwenden. Nicht dem Reflex hinterherlaufen, immer bei jeder Herausforderung wieder neu zu überlegen, welche Paragraphen wir zusätzlich brauchen, sondern es kommt entscheidend darauf an, dass wir das geltende Recht konsequent anwenden. Und ich kann aus der Erfahrung der letzten Tage sagen, dass es dabei vor allem auf Kooperation und Informationsaustausch ankommt. Natürlich müssen wir auch immer wieder überlegen, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll sind. Wir tun dies im Bundesinnenministerium jeden Tag, meistens einige Stunden wie heute Vormittag, aber nicht nur anlässlich von Anschlägen, sondern das ist eine permanente Aufgabe. Aber ich werbe dafür, mit Schnellschüssen immer zurückhaltend zu sein. Entscheidend ist, welche zusätzliche Maßnahme wirksam ist und uns in der Sache auch weiterbringt. Und wenn eine Maßnahme wirksam erscheint und uns in der Sache, in der Bekämpfung des Terrorismus vorwärts bringt, dann sollten wir sie auch angehen. Aber es ist nicht so gefährlich wie in diesem Bereich, wenn Erwartungen geweckt werden mit Schnellschüssen, die dann nicht realisiert werden können. Und deshalb werbe ich dafür, zuallererst das bestehende Recht anzuwenden, konsequent anzuwenden und permanent auch gemeinsam zu überlegen, wo können wir die Dinge bei uns in der Bundesrepublik Deutschland noch optimieren. Dieses Phänomen ist keine regionale Erscheinung, ist auch keine nationale Erscheinung,
sondern eine europäische und eine weltweite. Und deshalb kommt es darauf an, dass wir international zusammenarbeiten, insbesondere auch auf der Ebene der Europäischen Union. Ich habe heute, wir haben ja im Moment die Ratspräsidentschaft, auch mit der zuständigen Kommissarin darüber gesprochen. Wir werden nächste Woche bereits am 13. dieses Monats eine Innenministerkonferenz durchführen, ohnehin wegen der Asylreform. Aber wir werden einen erheblichen Teil dieser Konferenz nutzen, um uns mit der Sicherheitslage in Europa auseinanderzusetzen, auch mögliche Konsequenzen der internationalen Zusammenarbeit zu überlegen. Und wir stimmen völlig mit der Kommission überein, aber auch mit unseren Mitgliedstaaten, insbesondere mit den hauptbetroffenen Ländern, dass wir den Terroristen und ihren Hintermännern nur gemeinsam das Handwerk legen können. Es wäre eine blanke Illusion zu glauben, dass man auf diese globale Herausforderung nur national alleine reagieren kann. Ich danke bei dieser Gelegenheit dem gesamten Parlament. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit, das heißt seit einigen Jahren, bei unseren Bitten zusätzlich Personal, zusätzlich Ressourcen zu bekommen, immer wieder vom Deutschen Bundestag die notwendige Unterstützung erhalten. Ich denke nur an die personelle Ausstattung. Wenn man Gefährder überwachen will, ist dies unheimlich personalintensiv. Wir haben ja durch den Fall in Wien auch Bezüge nach Deutschland hin zu Gefährdern, die 24 Stunden, rund um die Uhr an 7 Tagen überwacht werden. Gefährder, die ich für hochgefährlich einschätze. Es ist auch zu kurz gesprungen, wenn man glaubt, man könnte das alles nur durch das Aufenthaltsrecht lösen. Ich darf hier mal mitteilen, dass wir derzeit 615 islamistische Gefährder in Deutschland haben. Davon sind 217 mit deutscher Staatsangehörigkeit, 119 mit einer zweiten Staatsangehörigkeit neben der deutschen und 273 mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Ich nenne diese Zahlen, um nochmal deutlich zu machen, dass hier ein sehr umfassender Ansatz notwendig ist und man sich nicht nur auf eine Nationalität konzentrieren sollte. Also nochmal 217 deutsche Staatsangehörige, die radikalisiert sind und Gefährder sind nach Meinung der Sicherheitsbehörden, und 119 mit einer doppelten Staatsangehörigkeit, aber die deutsche ist immer dabei. Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern sagen, sie können sich darauf verlassen, dass wir uns mit aller Kraft gegen diesen barbarischen Terror stemmen, und zwar mit allen Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, mit repressiven Mitteln, mit präventiven Mitteln, mit polizeilichen Mitteln, mit Überwachungsmaßnahmen, mit Integrationsmaßnahmen und auch mit Abschiebungen. Nur eine solche ganzheitliche Herangehensweise wird uns auch dazu führen, dass wir eines Tages diese Geißel unserer Zeit überwinden werden. Ich danke. Bundesinnenminister Horst Seehofer öffnete diese Aktuelle Stunde, die von CDU, CSU und SPD beantragt ist, und hat hier nochmal darauf hingewiesen, dass das geltende Recht angewendet werden muss, also nicht der Schrei nach neuen Gesetzen. Er hat auch interessante Zahlen genannt, 615 islamistische Gefährder gibt es im Moment in Deutschland, die selbstverständlich überwacht werden. Eine Riesenherausforderung für die Sicherheitsbehörden. Tino Chrupalla, jetzt der AfD-Chef. Liebe Landsleute. Der gewaltbereite Islamismus und der Dschihadismus versuchen, die Spielregeln in Europa zu ändern. Ihr von Hass erfüllter Kampf zieht eine Blutspur durch Europa. Zuerst enthauptete ein fanatischer Islamist den Lehrer Samuel Mapati in einem Pariser Vorort auf offener Straße. Wenige Tage später versuchte ein Islamist in Nizza, eine 60-jährige Kirchenbesucherin, zu köpfen. Und als sein Versuch scheiterte, tötete er die Frau, die zum Beten gekommen war, mit einem sehr tiefen Kehlenschnitt, wie die Zeitung Le Monde berichtet.
Außerdem tötete er einen 55-jährigen Küster durch Messerstiche in den Hals und eine 30-jährige Mutter von zwei Kindern. Meine Damen und Herren, und nun am Montag das Blutbad von Wien. Es war der letzte Abend vor dem von der Regierung ab Mitternacht verhängten Lockdown. Tausende Wiener nutzten die Gelegenheit, bei fast sommerlichen Temperaturen noch einmal auszugehen. Gegen 20 Uhr machte sich der fanatische Islamist mit einer Kalaschnikow, einer Pistole und einer Machete bewaffnet auf dem Weg. In nur wenigen Minuten tötete er 4 Passanten und verletzte 22 weitere, zum Teil schwer. Die Mordanschläge von Paris, Nizza und Wien zielten auf das Herz unserer Kultur und unserer Demokratie. Sie waren Anschläge auf unsere Werte. Sie waren eine Kriegserklärung an die Freiheit, sprich an unsere westliche Lebensweise. Darum betreffen die Ereignisse nicht nur Frankreich und Österreich, sondern Europa als Ganzes. Wir als AfD gedenken der Opfer, ihrer Familien und Freunde. Meine Damen und Herren, wir müssen uns, vor allem Sie, wieder einmal fragen, wie es dazu kommen konnte. Der Attentäter war gebürtiger Wiener. Seine Eltern waren als Albaner aus Mazedonien nach Österreich gekommen. Bislang galt er auf dem Balkan, praktizierte Islam als vergleichsweise liberal. Doch längst haben sich auch dort junge Muslime radikalisiert. Diese Radikalisierung wirkt auch auf Österreich, denn die Mehrheit der dort lebenden Migranten stammt aus Balkanländern. Und wie wir heute wissen, haben radikalisierte Muslime auf dem Balkan engen Kontakt zu gewaltbereiten Islamisten in Syrien, Irak und anderen arabischen Ländern. Die Sicherheitsbehörden berichten von auffällig vielen jungen Muslimen, die vom Balkan als Dschihadisten nach Syrien reisten. Auch der am Montagabend erschossene 20-jährige Attentäter hatte mehrfach vergeblich versucht, auszureisen und sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Und nicht nur Österreich hat ein Problem mit Islamisten vom Balkan. Auch nach Deutschland gibt es Kontakte, wie die Bundesregierung bereits 2018 einräumte. Meine Damen und Herren, als der große Migrationsstrom im Sommer 2015 über den Balkan nach Deutschland floss, haben wir von der AfD davor gewarnt, dass viele gewaltbereite Islamisten im Strom der Migranten mitschwimmen könnten. Und wir haben Recht behalten. In Deutschland halten sich derzeit 630 islamistische Gefährder auf. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen, ich zitiere, obwohl der Islamische Staat im Jahr 2019 seine letzte territoriale Basis verloren hat und obwohl er den Tod seines Anführers Abu Bakr al-Baghdadi zu beklagen hatte, zeigt sich die anhaltende Relevanz einer dschihadistischen Ideologie sehr deutlich. Zitat Ende. Diese Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nicht willens, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Sie wollen sich nicht an unsere Gesetze halten. Sie stellen ihren religiösen Fanatismus über Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und ich frage Sie, auch Sie, Herr Seehofer, weil Sie hier gefragt haben, was ist zu tun? Was hindert uns daran, diese Leute unverzüglich in ihre Heimatländer abzuschieben? Stattdessen denken Grüne, Linke und Sozialdemokraten immer öfter darüber nach, Aspekte der Meinungsfreiheit einzuschränken, weil die Islamisten dies einfordern. Auf diese Weise gehen wir grundlegende demokratische Werte wie das Recht auf Selbstbestimmung auf. Und ich frage Sie, warum? Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Satz von Ahmed Mansur enden, dem in dieser Situation nichts hinzuzufügen ist. Und ich zitiere: Die Antwort auf den Terror liegt im vertieften, gefestigten Bekenntnis zum säkularen Staat, zum demokratischen Rechtsstaat samt Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Religionskritik. Nur mit Aufklärung, klarer Kommunikation und konsequenter Rechtsstaatlichkeit lässt sich der politische Islam und damit letztlich die Wurzel des Terrors entschieden bekämpfen. Zitat Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Von der Bundesratsbank kommt jetzt der Innenminister aus Thüringen, Georg Mayer von der SPD. Er ist auch der Vorsitzende der SPD in Thüringen. Das Wort hat der Landesminister für Inneres und Kommunales des Freistaates Thüringen, Georg Mayer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich spreche heute als Vorsitzender der Innenministerkonferenz, also als Vertreter der Sicherheitsbehörden der Länder zu Ihnen.
Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Anlass ist ein denkbar trauriger. Nachdem unser Nachbarland Frankreich von mehreren grausamen Attentaten getroffen wurde und auch in Dresden feige gemordet wurde, hat nun auch Österreich Opfer eines islamistischen Anschlags zu beklagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich anfangs sehr deutlich sagen, meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Großer Dank gilt unter diesen traurigen Umständen natürlich besonders den Polizistinnen und Polizisten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden in Frankreich, in Österreich, aber auch in Deutschland. Der Bundesminister hat es eben gesagt, die Geschehnisse zeigen ganz deutlich, dass die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nicht abstrakt ist, sondern eine sehr konkrete, alltägliche Bedrohung für die Bürgerinnen und Bürger Europas und der Bundesrepublik sind. Ich bin deshalb sehr dankbar, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Deutschland verteilt mit seiner föderalen Struktur den Schutz der Bevölkerung auf viele Schultern. Und wir Länder kooperieren eng miteinander. Und mit dem Bund wissen wir einen starken Partner an unserer Seite, den wir insbesondere jetzt mit Blick auf die übergeordnete Bedrohung unseres Landes brauchen. Das gilt insbesondere für den jetzt zutage getretenen, wieder zutage getretenen islamistischen Terror. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Logik des Terrors, die Logik des Hasses, Menschen einzuschüchtern. Dieser Logik müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen. Diese Anschläge sind keine Anschläge, Angriffe auf einzelne Staaten, auf Städte oder Menschengruppen. Es sind Angriffe auf das Grundverständnis unseres Zusammenlebens. Das genau meinen wir, wenn wir sagen, dieser Anschlag ist ein Anschlag auf uns alle. Wir alle sind getroffen, wir alle sind verletzt, aber wir alle sind auch in der Pflicht. Das heißt, wir dürfen niemals akzeptieren, dass unser Modell einer offenen, freiheitlichen Gesellschaft angegriffen, beeinträchtigt oder ausgehöhlt wird. Unser Grundgesetz ist der Grund, auf dem wir uns als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger begegnen, auch Konflikte austragen, ganz gleich, welche persönliche Ansichten und Einstellungen jeder hat. Und was dabei niemals zur Disposition stehen darf, sind die Grundprinzipien unserer Verfassung, die individuellen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Innenminister des Freistaats Thüringen und als Vorsitzender der Innenministerkonferenz beschäftige ich mich natürlich nicht erst seit den jüngsten Anschlägen mit dem Thema islamistischer Terrorismus. Ich kann Ihnen und den Menschen in Deutschland versichern, dass wir, insbesondere im Kreise der Innenminister, stetig damit befasst sind, die Sicherheitsbehörden beim Kampf gegen den Terror, egal aus welcher politischen oder weltanschaulichen Richtung, noch schlagkräftiger zu machen. Wir als Innenminister sind natürlich in erster Linie dafür verantwortlich, Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden und Straftaten zu verfolgen. Spätestens nach den Anschlägen auf dem Berliner Breitscheidplatz haben wir sehr wichtige Schritte unternommen, die länderübergreifende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden weiter zu verbessern. In unserem föderalen Staat teilen sich die Sicherheitsbehörden die Aufgaben. Deswegen ist eine enge Kooperation und Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden entscheidend für den Erfolg beim Kampf gegen den Terror. Der Bundesminister hat das eben auch sehr deutlich gemacht. Die Arbeit zum Beispiel der gemeinsamen Terrorabwehrzentren beim BKA möchte ich hier besonders hervorheben. In diesen Zentren, das eine ist ausgerichtet auf rechtsextremistischen Terror und das andere eben auf islamistischen Terror, laufen alle Informationen über terroristische Bestrebungen zusammen und es werden entsprechende Abwehrmaßnahmen länderübergreifend koordiniert.
Wesentlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Kooperation zwischen nachrichtendienstlichen und polizeilichen Institutionen und Akteuren. Die Zentren arbeiten analytisch und gleichfalls einzelfallbezogen. Man spricht von einem ganzheitlichen Ansatz. Nachrichtendienste und Polizei müssen miteinander sprechen. Das ist gut so und das hat sich bewährt. Dabei spielen auch technische Anwendungen zur Überwachung des Cyberraums eine immer wichtigere Rolle. Ziel ist es, wie auf einem Radar frühzeitig zu erkennen, wo sich Menschen, gerade im Netz, radikalisieren und zu gefährdern werden. Und, das möchte ich auch deutlich sagen, mehrfach ist es uns gelungen, Anschläge auf diese Art und Weise zu vereiteln. Der kürzlich in der Koalition gefundene Kompromiss zum Einsatz von Quellentelekommunikationsüberwachung durch den Verfassungsschutz begrüße ich persönlich an dieser Stelle ausdrücklich. Die Aufdeckung von Strukturen und die Verhinderung von Straftaten darf heutzutage nicht daran scheitern, dass potenzielle Täter nicht mehr mit dem Handy miteinander telefonieren, sondern dass sie das tun, was wir jeden Tag auch tun. Sie kommunizieren über Messenger-Dienste. Trotzdem, meine sehr geehrten Damen und Herren, mich erfüllt diese aktuelle Anschlagsserie in Europa mit Sorge. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine neue Welle terroristischer Aktivitäten handelt. Es ist einerseits denkbar, dass es sich um eine Welle von Nachahmungstaten handelt. Aber es ist auch denkbar, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass dahinter eine perfide Strategie steckt, dass es gesteuert ist. Sie wissen, die Menschen sind verunsichert heutzutage aufgrund der Pandemie. Und mit diesen Anschlägen, die wahllos Opfer finden, wird genau etwas ausgelöst. Dadurch wird Angst und Schrecken in einer verunsicherten Bevölkerung verbreitet. Was mich aber besonders umtreibt, ist, dass es sich bei den Attentätern in Dresden und Wien um Personen handelt, die bereits im Fokus der Sicherheitsbehörden waren. Deren Gefährlichkeit war bekannt. Beide waren bereits im Vorfeld in Haft und trotzdem konnten die Anschläge nicht verhindert werden. Wir sind deshalb aufgerufen, zu prüfen, wie wir insbesondere mit diesem Personenkreis in Zukunft umgehen. Und wir werden darüber auf der nächsten Innenministerkonferenz beraten. Auf den ersten Blick scheint mir geboten, die Anstrengungen bei der Deradikalisierung gerade auch in Haftanstalten zu intensivieren. Ferner müssen wir bei besonders gefährlichen Personen nach der Haft zum Beispiel noch eine stärkere Beobachtung bis hin zu einer temporären, vorbeugenden Ingewahrsamnahme in Betracht ziehen. Dies natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, und das ist für mich handlungsleitend, der Verhältnismäßigkeit. Wir haben in Thüringen von diesem Instrument bereits Gebrauch gemacht. Mein Appell an uns ist, auf Bundes- und Landesebene wirksam weiter gegen die Bedrohung des Islamismus vorzugehen. Dazu gehört zum Beispiel die Unterstützung der Demokratieförderung und der Extremismusprävention durch Bund und Länder. Stärken wir darüber hinaus die Sicherheitsbehörden in unserem Land weiter den Rücken. Sie erfüllen das Versprechen auf den Schutz der Menschenwürde, die Durchsetzung des Rechts und die Wahrheit und die Wahrung der Freiheit durch ihre tägliche Arbeit. Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, verdienen unseren Respekt und politische Unterstützung. Die Erweiterung von Befugnissen und das Zollen von Respekt sind jedoch weitgehend wirkungslos, wenn nicht genügend Fachpersonal in den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen. Hier möchte ich als Vorsitzender der IMK nochmals auf den Pakt für den Rechtsstaat hinweisen. Dieser hat uns wesentlich vorangebracht und dieser Weg muss weiter beschritten werden. Und wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, ob wir genug Vorsorge getroffen haben, um Anschläge auf unsere Bürgerinnen und Bürger, egal aus welcher Motivation heraus, in Zukunft verhindern können. Es gilt, demokratiefeindliche Parallelgesellschaften zu verhindern und unsere freiheitliche demokratische Grundordnung zu verteidigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Ende. Die Menschen in unserem Land vertrauen darauf, dass sie vom Staat kraftvoll vor Bedrohungen geschützt werden. Dieser kraftvolle Staat, das sind nicht nur die Sicherheitsbehörden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind wir alle. Handeln wir auch weiterhin engagiert, sorgsam und verantwortungsbewusst,
um dem Anspruch, den die Bevölkerung an uns stellt, gerecht zu werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Mayer, war das von der SPD, der Innenminister aus Thüringen. Jetzt geht es hier in der Aktuellen Stunde weiter mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Stefan Thomé. Da sehen wir ihn auch schon, für die FDP-Fraktion, der jetzt hier in der Debatte das Wort erhält. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in Paris, in Nizza, in Dresden und in Wien mussten insgesamt 9 unschuldige Menschen ihr Leben lassen, weil fanatische Islamisten aus Hass gegenüber unserer freiheitlichen Lebensform Menschen wahllos ermordet haben. Unsere Trauer, unser Mitgefühl, unsere Solidarität gilt den Opfern und Hinterbliebenen. Die Vorfälle zeigen uns, dass die Bedrohungslage durch den fanatischen Islamismus nicht abgenommen hat. Er war in der letzten Zeit etwas verdeckt, aber er hat sich weiterentwickelt und kämpft sich jetzt mit großer Brutalität und Grausamkeit wieder nach vorn. Wir können aber auch unterscheiden zwischen fanatischem, gewalttätigem Islamismus und dem Islam. Menschen, die hier einfach friedlich in unserer Mitte leben wollen. Wir sind ein weltoffenes, tolerantes und plurales Land. Das Grundgesetz kennt keine Konfessionen und Religionsfreiheit gehört zu unserem Land dazu. Menschen aller Religionen und Konfessionen können bei uns leben, aber sie müssen sich ebenfalls zu diesem Grundsatz der Toleranz, der Weltoffenheit, der Pluralität bekennen. Zu unserem Grundverständnis gehört auch Meinungsfreiheit. Und das schließt ein, dass Religionen und Religionsgemeinschaften auch Kritik über sich ergehen lassen müssen. Das kann manchmal auch schmerzhaft sein, wenn es Kritik in der Form von Satire ist. Aber damit muss man auch klarkommen. Auch das muss man tolerieren können. Unser Grundgesetz schützt die Religionsausübung, aber sie schützt nicht vor Kritik an der eigenen Religion. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, den alle Menschen beherzigen müssen, die bei uns auf Dauer leben wollen. Menschen und vor allem Muslime, die damit klarkommen, die damit umgehen können, können dauerhaft einen Platz in unserer Gesellschaft finden. Was keinen Platz in unserem Land haben kann, ist fanatischer Islamismus. Den müssen wir auf allen Ebenen bekämpfen. Und deswegen brauchen wir eine in sich konsistente, geschlossene Bekämpfungsstrategie, die auf verschiedenen Ebenen angreifen muss. Einmal auf der Ebene der Prävention. Wir müssen auch selbst verstehen, wie entsteht, wie verfestigt sich Islamismus. Gibt es in unserem Rechtsstaat einen toten Winkel, in dem auch Muslime in bestimmten Quartieren sich selbst überlassen sind, wo sie das Gefühl haben, niemand schaut hin, was hier entsteht und was sich hier tut? Wir brauchen auch eine Imam-Ausbildung in Deutschland, mehr Ausbildung deutscher Imame, die in unserem Verständnis von Meinungsfreiheit und auch Kritik in ihrer Religion predigen. Wir brauchen mehr islamischen Religionsunterricht, damit Jugendliche und Kinder ihre Auffassung von Religion nicht in Moscheevereinen bekommen, in die wir nur schwer hineinblicken können. Wir müssen aber auch Moscheevereine kritischer durchleuchten und ausleuchten. Wir müssen darauf achten, dass sie nicht aus dem Ausland finanziert und damit beeinflusst oder gar gesteuert werden. Und wir brauchen auch nicht zuletzt städtebauliche Konzepte, um dafür zu sorgen, dass nicht Räume entstehen, in denen Muslime sich selbst überlassen sind. Das ist der Bereich der Prävention. Der Bereich der Reaktion und auch Repression muss beinhalten, das ist schon angesprochen worden, auch Strafverfolgung konsequent ausgeübt wird, dass keine Straftaten bagatellisiert werden oder eine Art Rabatt gewährt wird. Es müssen auch Gefährder konsequent
überwacht werden, nötigenfalls auch mit Einsatz elektronischer Fußfessel. Und sie müssen, da wo es rechtlich möglich ist, eben auch konsequent abgeschoben werden. Das ist auch ein Punkt, ich blicke auf die Kollegen der Grünen, den die Grünen mal in sich auch klären müssen. Auch sie fordern, da wo es rechtlich möglich ist, Abschiebung konsequent durchzuführen. Im Bundesrat aber erschweren sie konsequente Abschiebungen, indem sie verhindern, dass manche Länder wie Georgien oder Maghreb-Staaten als sichere Länder anerkannt werden. Das mag ein anderer Punkt sein, aber es gehört insgesamt zu diesem Bereich hinzu. Und schließlich müssen wir auch dafür sorgen, dass Vereinsverbote konsequent geprüft und ausgesprochen werden, wo es möglich ist und geeignet, Entstehung von Islamismus zu verhindern. Und der dritte Bereich ist der Bereich der Kooperation, der besseren Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden im eigenen Land. Wir fordern seit langem eine Föderalismuskommission zur Reform unserer Sicherheitsstruktur, um die Strukturen zu verbessern und zu überarbeiten, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Wir brauchen es auch auf europäischer Ebene. Wir müssen Europol weiterentwickeln zu einem europäischen Kriminalamt, um dort die Zusammenarbeit und den Austausch der Informationen und Daten zu verbessern, zu einer europäischen Querdatei. Und wir brauchen auch eine bessere internationale Zusammenarbeit, weil auch der Islamismus international sich betätigt. Und dieser Dreiklang aus besserer Prävention, besserer Reaktion und besserer Kooperation muss unser Instrument sein, um den Islamismus bei uns in Deutschland und in Europa besser und effektiver zu bekämpfen. Vielen Dank. Der Bundestag beschäftigt sich in einer Aktuellen Stunde mit dem islamistischen Terror in Europa, der zu bekämpfen sei. Die nächste Rednerin, die sehen wir hier schon groß im Bild, ist die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Wir alle stehen noch unter dem Eindruck der furchtbaren islamistischen Terrorangriffe der vergangenen Wochen, zuletzt am Montagabend in Wien. Unsere Gedanken sind bei den Ermordeten und ihren Angehörigen. Den vielen Verletzten wünsche ich von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung. Es muss jetzt alles daran gesetzt werden, diese abscheulichen Verbrechen vollständig und so schnell wie möglich aufzuklären. Und das ist nicht nur eine Aufgabe jetzt zu Wien der österreichischen Behörden, sondern Berichten zufolge hatten die Attentäter auch Kontakt zu Islamisten in Deutschland. Dem muss konsequent nachgegangen werden. Das eine ist die vollständige Aufklärung dieser Verbrechen, die Aufdeckung der dahinterstehenden islamistischen Netzwerke und die konsequente Verfolgung der Verantwortlichen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Das andere ist die Verhinderung weiterer terroristischer Anschläge. Und auch hier braucht es Konsequenz. Überall da, wo Straftaten vorbereitet oder verabredet werden, überall da, wo Hass und Gewalt gepredigt wird, da muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln konsequent durchgegriffen werden. Zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus ist es auch notwendig, sogar dringend notwendig, alle Möglichkeiten zu nutzen, Terroristen den Geldhahn zuzudrehen. Das ist ein zentraler Punkt. Und es darf auch nicht sein, dass Terroristen direkt oder indirekt mit Waffen versorgt werden. Aber das geschieht unter anderem auch aus Deutschland. Das muss aufhören. Länder, die den Terror exportieren, die dürfen keine strategischen Partner sein und alle Waffenlieferungen müssen sofort eingestellt werden. Denn wenn der islamistische Terror konsequent und entschieden bekämpft werden soll, dann schließt das auch den Kampf gegen die Finanzierung von islamistischen Terrornetzwerken ein. Der Islamismus ist eine menschenverachtende, gefährliche Ideologie, die sich brutal gegen alle richtet, die nicht so leben und denken, wie die Islamisten es wollen. Er richtet sich gegen die freie Meinungsäußerung, gegen die Demokratie, gegen Gleichberechtigung, gegen die Freiheit von Bildung und Wissenschaft, hier bei uns in Europa, aber auch auf der ganzen Welt. Erst am Montag starben in Kabul mindestens 35 Menschen, als IS-Kämpfer die Universität stürmten. 10 Tage zuvor waren bereits 20 Kinder bei einem Anschlag auf eine Schule in Afghanistan ermordet worden. Jeder islamistische Anschlag, jeder Mord ist grauenvoll und erschütternd, egal wo er stattfindet.
Und wenn ich von einem islamistischen Anschlag erfahre, dann ergreift mich als Muslima auch immer die Sorge, was das mit unserer Gesellschaft macht, was das mit dem Bild vom Islam in unserer Gesellschaft macht. Wie ich haben auch viele Muslime nach jedem islamistischen Anschlag die Sorge, dass jetzt Vorbehalte gegen sie wachsen. Weiter wachsen, muss man leider sagen, denn Vorbehalte und Pauschalurteile gibt es bereits heute. Und auf einer menschlichen Ebene ist es auch nachvollziehbar, dass nach einem Terroranschlag Unsicherheit aufkommt. Das ist eine schwierige Situation für alle. Denn es ist auch bedrückend, wenn man zum Beispiel beim Arzt im Wartezimmer sitzt und Leute um einen herum zusammenzucken, wenn der Name Muhammad Ali aufgerufen wird. Es ist das erklärte Ziel der Terroristen, Angst zu schüren, Hass zu sehen und die Gesellschaft zu spalten. Aber genau das dürfen wir alle gemeinsam nicht zulassen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Und dazu gehört auch, dass es keinen Zweifel daran geben darf, dass alle Muslime, die hier friedlich und auf dem Boden unseres Grundgesetzes leben, ein gleichberechtigter und gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft sind. Und es ist vollkommen unverantwortlich, dass politische Kräfte auch in diesem Hause mit Hass und Hetze einen Generalverdacht gegenüber Muslimen verbreiten und noch nicht einmal davor zurückschrecken, die schrecklichen Terroranschläge dafür zu instrumentalisieren, ihre rassistische und menschenverachtende Propaganda zu befördern. Und das möchte ich jetzt einmal stellvertretend sagen für alle demokratischen Kräfte in diesem Haus. Dem stellen wir uns klar entgegen. Im Kampf gegen den Terrorismus braucht es Mut, konsequentes Handeln auf allen Ebenen. Es braucht Zusammenhalt und Solidarität. Gehen wir gemeinsam diesen Weg. Vielen Dank. Amira Mohamed Ali war das, die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Hier in der Aktuellen Stunde bekommt jetzt einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Bündnisgrünen das Wort, nämlich Konstantin von Notz, auch da sehen wir ihn schon. Muss noch ein bisschen warten, wegen der Putzpausen, die hier notwendig sind. Konstantin von Notz hat nun für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bilder der Terroranschläge aus Nizza und jetzt Wien sind schrecklich und zutiefst erschütternd. Und im Namen meiner Fraktion möchte ich noch einmal unser aufrichtiges und tiefes Beileid an alle Hinterbliebenen, die Freunde der Opfer und an die Verletzten aussprechen, den Beamtinnen und Beamten der Polizei, die durch ihr schnelles und mutiges Durchgreifen Schlimmeres verhindert haben, gebührt unser Dank und unsere Anerkennung, meine Damen und Herren. Der Anschlag in Nizza, die grausame Ermordung zweier völlig argloser Frauen und eines Küsters frühmorgens in einer Kirche und der Anschlag in Wien, das Erschießen von unbewaffneten und völlig wehrlosen Frauen und Männern, diese Taten sind in ihrer ruchlosen Grausamkeit empörend und entsetzlich und die dahinterliegende menschenverachtende Ideologie ist schlicht widerlich, meine Damen und Herren. Es ist das erklärte Ziel von Terroristen, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Lassen wir das zu, gewinnen sie, so einfach ist das. Und deswegen hat Sebastian Kurz, ich zitiere ihn nicht oft, hat er recht, wenn er sagt, dies sei keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen, sondern ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und denjenigen wenigen, die sich den Krieg wünschen. So ist das, meine Damen und Herren. Und was uns Wien auch lehrt, die ach so einfachen Parolen und teils offen rassistischen Antworten passen eben nicht. Erstens, der Täter von Wien war Österreicher und deswegen führt die pauschale Forderung an jeder Ecke und Ende nach Abschiebung, Horst Seehofer hat es gesagt, führt als Lösung für alle Fragen in die Irre, meine Damen und Herren. Der Täter zweitens begründete seinen Hass und seinen Mord religiös.
Tatsächlich aber stehen auch religiöse Muslime an der Seite der Bedrohten, schreiten ein und retten Menschen. So war es, als der Terrorist al-Bakr 2017 von Geflüchteten überwältigt und bei der Polizei abgeliefert wurde. Und so war es jüngst auch in Dresden und Wien. Und vergessen wir nicht, meine Damen und Herren, es klang eben an, die meisten Menschen, die von Islamisten ermordet werden, sind Muslime. Und deswegen ist das Chiffre der Rechtsextremisten und der Islamisten vom Religionskrieg irreführend und falsch. Drittens. Österreich ist eine strikte Abschottungspolitik in Bezug auf Geflüchtete gefahren. Und dennoch hat das Land im Anteil eine der größten salafistischen Szenen in Europa. Viertens. Auch über die Hälfte der deutschen Gefährder im Bereich Islamismus, Horst Seehofer hat es gesagt, sind Deutsche. Und deswegen sind alle Grenzen, Mauern, Festungsdiskussionen, wie sie gern von den extremen Rechten betrieben werden, eben auch sicherheitspolitisch sinn- und wirkungslos. All das zeigt, Marian Wendt, all das zeigt, Populismus, Hetze, Islamophobie, Rassismus ist nicht nur menschenverachtend, es ist auch grottenschlechte Sicherheitspolitik und gefährlich für uns alle, meine Damen und Herren. Stattdessen brauchen wir gut kooperierende, personell und technisch top ausgestattete Sicherheitsbehörden, die Informationen rechtsstaatlich zulässig und zuverlässig teilen. Wenn es stimmt, dass in Wien relevante Informationen aus Slowenien nicht richtig berücksichtigt wurden, muss das aufgeklärt werden. Aber wir sollten selbst sehr demütig sein, denn auch vor dem Anschlag auf den Breitscheidplatz leuchteten 32 von 20 möglichen Warnlampen bei unseren Behörden, meine Damen und Herren. Und natürlich müssen wir ausländische Gefährder abschieben, aber eben nur, wenn dies nach internationalem und deutschem Recht möglich ist. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht aus. Wir müssen auch bei deutschen Gefährdern und denjenigen, die nicht abgeschoben werden können, aktiv werden. Und natürlich brauchen wir starke Programme zur Prävention und zur Deradikalisierung. Aber für Gefährder, seien sie islamistisch oder rechtsextremistisch, brauchen wir von Seiten der Justiz eine scharfe Null-Toleranz-Linie. Der Pakt für den Rechtsstaat, es klang an, muss konsequent weitergegangen werden. Die Strafverfahren, die es bei Gefährdern immer gibt, müssen beschleunigt entschieden werden. Und wir müssen bei radikalisierten und gewaltbereiten Tätern im Vollzug über die Möglichkeiten der Sicherungsverwahrung sprechen, meine Damen und Herren. Und schließlich fordere ich das BMI auf, Herr Innenminister, endlich entschlossen und konsequent mit aller Härte gegen jegliche extremistischen Vereine mit Verboten vorzugehen. Dass die Feinde unseres Rechtsstaats und unserer Freiheit das Vereinsprivileg für sich nutzen können, ist unerträglich, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Dr. Matthias Mittelberg. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon gesagt worden, der islamistische Terror und die islamistische Gefahr, die wir eine Zeit lang nicht immer so präsent im Auge hatten, ist nach wie vor hoch in ganz Europa. Ich will auch bewusst noch einmal Zahlen nennen. Unsere Sicherheitsbehörden zählen hier in Deutschland gegenwärtig 28.000 Islamisten. Davon stufen sie 615 als Gefährder ein. Und gestern im Ausschuss hat uns auch der Präsident des Bundeskriminalamtes noch einmal vor Augen gehalten, dass die Gefahr auch dadurch noch verschärft und vergrößert wird, dass wir jetzt zunehmend mit mehr IS-Rückkehrern aus dem Bereich Syrien und Irak rechnen müssen. Der Extremismus insgesamt nimmt allerdings zu. Nicht nur der islamistische, auch der von links und auch der von rechts. Rechts zählen wir 32.000 Extremisten und 72 Gefährder und links zählen wir 33.000 Extremisten und 5 Gefährder.
etliche Tausend in allen Bereichen, denen unsere Sicherheitsbehörden Gewaltorientierung bescheinigen. Also die Gefahren nehmen zu. Und Minister Seehofer hat das völlig zu Recht gesagt. Zunächst gilt der Blick auf den Rechtsterrorismus und den Rechtsextremismus. Von ihm geht gegenwärtig die größte Gefahr aus. Aber wir müssen genauso sehen auf den Linksextremismus. Und wir müssen genauso blicken auf den Islamismus, dessen Gefahr uns gerade in den letzten Wochen ganz besonders noch mal vor Augen geführt wurde. Das Thema müssen wir grundlegend angehen. Und hier ist schon vieles Richtiges gesagt worden, gerade auch zum Thema Integration und wo da an welchen Punkten noch mal der Blick zu schärfen ist. Und ich schließe mich hier ausdrücklich den Worten des Kollegen Thome von der FDP an, seinen Ausführungen zum Thema Religionsfreiheit, aber auch zur Meinungsfreiheit und zum Verhältnis dieser beiden Freiheiten. Ich fand das sehr zutreffend und richtig, was Sie gesagt haben. Ich teile diese Einschätzung ausdrücklich. Vor dem Hintergrund, ich sage das, weil das in meinem Wahlkreis an der Universität Osnabrück gerade stattfindet, nämlich das Modellprojekt Imam-Ausbildung. Bisher werden dort schon Religionslehrer, also für islamische Theologie, ausgebildet. Jetzt probiert man es mit der Imam-Ausbildung. Ich halte, um das mal exemplarisch rauszugreifen, das wirklich für ein ganz wichtiges Projekt, dass wir das konsequent fortführen und dann auch ins Werk setzen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Glaubenslehrer in diesem Land haben, und zwar völlig unabhängig, für welche Religion sie Glaubenslehrer sind, aber Glaubenslehrer, die die Sprache dieses Landes sprechen, die dieses Land möglichst auch kennen und die die Werte dieses Landes teilen, die demokratisch orientiert sind, die rechtsstaatlich orientiert sind und freiheitlich denken. Der dritte Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist dann aber doch der, ich sage das mal, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Fälle haben wir ja eben leider auch. Und man kann auch in der Haft versuchen, mit Deradikalisierung da vorzugehen. Das ist richtig, Herr Mayer, was Sie gesagt haben. Aber wir werden nicht alle diese Fälle erfassen können. Und wir werden nicht alle gewissermaßen umerziehen können. Wir werden nicht alle mit gutmeinenden, wohlmeinenden Programmen erreichen können. Und deswegen brauchen wir starke Sicherheitsbehörden. Ich habe eben sehr genau bei Ihnen, Herr von Notz, zugehört. Sie haben gesagt, wir brauchen starke Sicherheitsbehörden. Wir brauchen die personell und wir brauchen die technisch stark aufgestellt. Ich sage aber schon auch, wir brauchen die auch stark aufgestellt, was die Kompetenzen angeht. Und da ist richtig, und ich begrüße das ausdrücklich, was Herr Mayer gesagt hat, wir brauchen jetzt sowas wie die Quellen-TKÜ. Unbedingt. Die Quellen-TKÜ ist nichts anderes als Telefone abhören, was wir bisher schon dürfen. Nur die technische Entwicklung ist halt weitergegangen. Die Leute telefonieren nicht mehr so viel. Ja, dann wäre es schön, wenn Sie sich dem anschließen und dem zustimmen könnten, dass wir diese Quellen-TKÜ einrichten für unseren Verfassungsschutz. Ich werte das dann als Zustimmung, Herr von Notz. Und das begrüßen wir ganz außerordentlich. Wir wollen gar nicht weitergehende Kompetenzen für den Verfassungsschutz. Wir wollen aber, dass der Verfassungsschutz das machen kann heute unter den heutigen technischen Bedingungen, was er vor 10 oder vor 20 Jahren auch machen konnte. Das wollen wir umsetzen. Und ich sage Ihnen noch als letzten Satz ganz ehrlich, wir werden auch über andere Fragen, Stichwort Online-Durchsuchung, hier in diesem Hause auch noch mal sprechen müssen. Weil wir werden nicht umhinkommen, dass wir in wenigen Einzelfällen, wenige Einzelfälle, vielleicht 10 oder 20 pro Jahr, dass sich da die Verdachtsmomente so weit verdichten, dass wir dann auch mal auf Speichermedien gucken müssen. Ich glaube, das sind Themen, über die wir uns ernsthaft unterhalten wollen, wenn wir die Bekämpfung des Extremismus und des Terrorismus wirklich ernst meinen. Herzlichen Dank. Ich erteile als nächstes das Wort dem Kollegen Martin Hess von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, zum wiederholten Male stehen wir hier, weil islamistische Barbaren in Frankreich, in Österreich und in Deutschland Menschen bestialisch ermordet haben. Zum wiederholten Male müssen wir die übliche Betroffenheitsrhetorik zur Kenntnis nehmen. Und natürlich verspricht sowohl die Regierung als auch
der Rest der Fraktionen hier im Hause alles Menschenmögliche zu tun, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen. Aber die Wahrheit ist, sie tun es nicht und sie haben es nie getan. In Deutschland und in Europa sterben Menschen, weil sie sich weigern, die erforderlichen Schutzmaßnahmen umzusetzen. Und dafür sollten sie sich schämen. Ihr Totalversagen ist nicht weiter hinnehmbar. Die Bürger haben es satt, von Ihnen immer nur große Worte zu hören. Die Bürger wollen, dass das Krebsgeschwür des islamistischen Terrorismus endlich entfernt und Deutschland wieder sicher wird. Das ist die derzeit wichtigste Aufgabe des Staates. Und diese muss sofort mit aller Konsequenz und mit allen erforderlichen Mitteln umgesetzt werden. Das fängt mit der klaren und unmissverständlichen Benennung der Wahrheit an. Wenn die Kanzlerin bei ihrer Erklärung zum islamistischen Terroranschlag von Nizza mit keinem Wort die Ursache erwähnt, nämlich den Islamismus, dann ist das Feigheit vor dem Feind. Ja, Sie haben richtig gehört. Islamisten haben Europa den Krieg erklärt und wir müssen jetzt endlich zurückschlagen. Dazu ist es unabdingbar, dass der Feind auch klar benannt wird. Und wer glaubt, er könne den islamistischen Terror quasi totschweigen, der drückt sich nicht nur um die Lösung des Problems. Nein, er ist Teil des Problems. Vor was haben Sie denn Angst? Glauben Sie denn, wenn wir effektiv gegen den Terror vorgehen, dass es dann weitere Terroranschläge geben wird? Ich sage Ihnen, Ihre feige Zurückhaltung sorgt dafür, dass die Lage immer weiter eskaliert. Der barbarische Islamismus lässt sich nicht mit Appeasement bekämpfen, sondern nur mit absoluter Entschlossenheit. Und dafür ist es allerhöchste Zeit. Wenn wir jetzt keine Härte zeigen, werden wir diesen Kampf verlieren. Und das wird die AfD-Fraktion unter keinen Umständen zulassen. Also tun Sie bitte nicht so, als würden Sie jetzt schon alles tun, was der Rechtsstaat hergibt, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen. Das ist mitnichten der Fall. Die Bürger haben angesichts der existenziellen Bedrohung, die vom islamistischen Terror ausgeht, für ihr zögerliches, ja fast schon hilfloses Agieren keinerlei Verständnis mehr. Politik hat die Aufgabe, die Rechtsgrundlagen an die reale Sicherheitslage anzupassen und gegebenenfalls neue zu schaffen. Und deshalb klagen Sie nicht, sondern handeln Sie endlich. Nur so werden wir den Kampf gegen den Terror auch gewinnen. Und deshalb müssen wir jetzt endlich unsere Grenzen wirksam schützen, damit nicht weiterhin islamistische Terroristen in unser Land strömen. Der syrische Terrorist von Dresden hätte seinen Messeranschlag, Herr von Notz, nie begehen können, wenn die Bundesregierung, wie die AfD seit Jahren fordert, den Schutz unseren Grenzen veranlasst hätte. Unsere oder Ihre Politik der offenen Grenzen sorgt für islamistischen Terror in Deutschland und Europa und damit für Leid und Tod. Und damit muss jetzt endlich Schluss sein. Unsere Sicherheitsbehörden stufen derzeit 619 Islamisten als Gefährder ein. All diese Gefährder wollen einen Terroranschlag begehen. Mehr als die Hälfte von ihnen hält sich in Deutschland auf, die meisten auf freiem Fuß. Und weder Fußfessel noch Observation helfen dabei, diese tickenden Zeitbomben zu entschärfen. Und das wissen wir auch seit mindestens 5 Jahren. Und der Anschlag von Dresden hat das wieder eindringlich und bitter bestätigt. Und ich frage Sie, wie viele unschuldige Menschen müssen denn noch dem islamistischen Terror zum Opfer fallen, bevor sie endlich effektive Maßnahmen ergreifen? Wir müssen so schnell wie möglich den Aktionsradius der potenziellen Massenmörder auf 0 reduzieren. Das ist nur mit den Maßnahmen möglich, die unsere Fraktion schon seit langem fordert. Alle islamistischen Gefährder sind sofort in Abschiebehaft zu nehmen und abzuschieben. Wo dies nicht möglich ist, brauchen wir endlich eine bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage für den längerfristigen Gefährdergewahrsam. Islamistische Gefährder müssen so lange hinter Gitter, bis sie keine Gefahr mehr für Leben und Gesundheit unserer Familien darstellen. Und um das schnellstmöglich umzusetzen, hat die AfD-Fraktion diese Woche auch einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Und ich rate Ihnen, stimmen Sie diesem Antrag zu. Wer sich jetzt noch effektiven Maßnahmen zur Terrorbekämpfung verweigert, der trägt Mitverantwortung für jeden künftigen Anschlag. Und um nicht missverstanden zu werden, gegen Muslime, die mit uns in Frieden leben wollen und unsere Grund- und Werteordnung teilen, hat niemand etwas. Wer aber den Koran über unsere Gesetze stellt, wer unseren Staat verachtet, wer Hass predigt oder unsere Gesellschaft aktiv bekämpft, für den haben wir eine klare Botschaft. Wir, die Bürger dieses Landes, wir werden unsere Werte und die Art und Weise, wie wir leben, gegen eure menschenverachtende Ideologie des Hasses verteidigen und wir werden siegen.
Also passt euch an oder geht. Martin Hess war das. Für die AfD-Fraktion sitzt er im Innenausschuss und hat hier gesprochen in der Aktuellen Stunde, die von der CDU, CSU und SPD beantragt wurde, zum islamistischen Terror in Europa, wie er bekämpft werden kann und die freie Gesellschaft verteidigt werden kann. Ursprünglich hatte die AfD eine ähnliche Aktuelle Stunde beantragt, hat sie dann aber zurückgezogen, als es eben diese Beantragung der Koalitionsfraktion gab. Ute Vogt jetzt. Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es gibt überhaupt keinen Anlass dafür zu glauben, dass hier irgendjemand im Raum ist, der nicht dafür arbeitet, auf jeden Fall auf der Seite der demokratischen Parteien, der nicht dafür arbeitet, dass dieses Land und auch andere Länder sicher sind vor Terrorismus. Und es ist keiner hier im Raum, der nicht dafür einstehen will und wird, dass Terroranschläge, egal von wem sie entsprechend auch verübt werden, dass die möglichst nie wieder stattfinden, dass wir sie bekämpfen mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat möglich macht. Und es gehört in einer parlamentarischen Demokratie, und die gilt es ja zu verteidigen, auch dazu, dass wir uns gegenseitig zuhören, Herr Hess. Und wenn Sie der Debatte zugehört hätten, hätten Sie ja erfahren müssen, dass bei vielen der Straftäter leider eine Abschiebung gar nichts helfen würde, weil sie deutsche Staatsbürger sind und in Österreich, was ein österreichischer Staatsbürger. Also machen Sie den Leuten hier nichts vor mit Pseudolösungen und irgendwelchen Vorschlägen, die, so wie Sie sie hier vorgetragen haben, die Gewalt fördern und den Hass schüren im Land. Was Sie hier tun, nämlich verbal zu sagen, wir erklären den Krieg und wir schlagen zurück, ja, das ist es doch, was der Terrorismus erreichen will, dass diese Gesellschaft auf einmal gewalttätig und brutal wird. Und genau das gilt es zu verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Humanität. Das war die Antwort von Jens Stoltenberg nach dem grausamen Attentat auf Utøya, wo 69 vorwiegend ganz junge Menschen ihr Leben verloren haben. Und darum geht es, eben nicht nachzugeben den Zielen der Terroristen, eben deutlich zu machen, wir stehen ein für ein offenes Land, wir stehen ein für Mitmenschlichkeit. Und der Kollege von Notz hat es ja beschrieben, gerade in Österreich konnten wir es erleben, dass zwei muslimische Bürgerinnen und Bürger oder Bürger geholfen haben, einem Polizisten das Leben zu retten, dass sie eingegriffen haben. Es hat nichts damit zu tun, wo Menschen herkommen, sondern es hat damit was zu tun, was sie im Kopf haben und was sie im Herzen tragen. Das ist das Entscheidende. Und deshalb beginnt die Terrorismusbekämpfung schon in den Köpfen. Beginnt damit, dass wir Aufklärung zulassen, alle antiaufklärerischen Tendenzen, die am Ende zu Fanatismus führen, ob von Rechtsextremisten, von Islamisten oder auch von Linksextremisten, denen erteilen wir eine Absage, weil es nie gut ist, wenn man fanatisch und extremistisch agiert und weil es nicht gut ist, wenn man einfach nur gewalttätig antwortet. Wir haben erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass es große Erfolge gibt in der Terrorismusbekämpfung. Natürlich hat jeder Anschlag entsprechend auch eine öffentliche Aufmerksamkeit und zu Recht die Betroffenheit und eine öffentliche Begleitung. Was weniger in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, sind die vielen Ermittlungserfolge unserer Sicherheitsbehörden, die nämlich in den letzten Jahren eine enorme Zahl an Straftaten im Vorfeld verhindern konnten, die aufgespürt haben, wo Terroristen sich zusammengetan haben, die aufgespürt haben, dass Einzeltäter auf einmal Sprengstoff gekauft haben und Attentate vorbereitet haben, die verhaftet wurden, die verurteilt worden sind und teilweise auch abgeschoben, soweit sie nicht deutsche Staatsbürger waren.
Und das gilt es eben auch zur Kenntnis zu nehmen und zu stärken, dass vieles nicht passiert ist, weil wir in den letzten Jahren den islamistischen Terror eben nicht aus den Augen verloren haben, auch wenn er in der medialen Wahrnehmung vielleicht mal etwas nach hinten gegangen ist. Und ein Letztes will ich noch sagen. Terror entsteht auch durch Nachahmung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade in den Zeiten der sozialen Medien stark beachten müssen. Jedes geteilte Video von Szenen, wo Menschen umkommen, jedes Video, wo ein Täter vermeintliche Erfolge in seiner eigenen Szene darstellen kann, ist ein Beitrag dazu, dass es weiter Hass und weiter Verfolgung und Gewalt gibt. Und ich glaube, da müssen wir auch noch stärker ansetzen, auch mit den Medien stärker diskutieren, dass es nicht angeht, dass man hier immer die Taten wieder und wieder zeigt, dass die Täter von vorne bis hinten durchleuchtet werden. Wir müssen über die Opfer reden und die Täter so wenig wie möglich irgendwie erwähnen. Nur dann schaffen wir es auch, ihre Wichtigkeit zu nehmen. Dann sind sie keine Vorbilder, dann sind sie das, was sie sind, kleine, mickrige, gewalttätige Verbrecher. Und als solches muss man sie bezeichnen. Und das hilft auch, Nachahmer möglichst klein zu halten. Und in diesem Sinne bitte ich um eine differenzierte Debatte und nicht darum, dass man auch dieses Thema noch versucht, politisch zu instrumentalisieren. Das haben unsere Bürgerinnen und Bürger nicht verdient, denn sie verdienen unseren Einsatz für Sicherheit. Der nächste Redner ist der Kollege von der SPD-Fraktion. Nächster Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Alexander Trom. Er sitzt für die Unionsfraktion im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, der islamistische Terror zieht eine schreckliche Blutspur durch Europa. Noch letzten Freitag haben wir hier über Nizza und Dresden debattiert. Ich durfte dort auch sprechen und jetzt Wien. Dieser Anschlag erfüllt uns ebenso mit Trauer und Abscheu, aber auch mit Wut. Und wir sind mit unseren Gedanken auch hier bei unseren österreichischen Freunden und den Angehörigen. Ja, der islamistische Terror war nie weg, auch wenn er etwas in den Hintergrund getreten war die letzten Monate. Er ist nach wie vor sehr real und gerade jetzt droht auch die Gefahr von Nachahmertaten. Aber wir werden nicht nachgeben. Wir werden unsere Werte noch entschiedener einfordern als bisher. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit für alle, das heißt auch den Respekt für den Andersgläubigen und die Presse- und Meinungsfreiheit, die gerade auch gegenüber Religionsgemeinschaften gilt. Und ich will deutlich sagen, dass die allermeisten der in Deutschland lebenden Muslime dieses ganz genauso sehen und sie diesen Islamismus ganz genauso ablehnen, wie wir alle hier dies tun. Ich will aber auch deutlich sagen, dass wir insbesondere von den muslimischen Verbänden, die unsere Gesprächspartner auch in der Regierung sind, Herr Minister, einfordern, dass Sie gegenüber Ihren Mitgliedern eine Null-Toleranz-Strategie fahren und auch nur den Ansatz von islamistischem Gedankengut zurückweisen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es wurde schon gesagt, wir haben über 600 Gefährder in Deutschland, solche mit deutschem Pass und solche mit ausländischem Pass. Und für die Ausländer müssen wir natürlich danach schauen, dass wir sie primär auch aus unserem Land hinausbringen. Das haben wir geschafft durch eine Verbesserung der Maßnahmen. Der Präsident des Bundeskriminalamtes hatte heute Mittag im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz berichtet, dass an die 100 Gefährder in den letzten Jahren abgeschoben werden konnten. Wir haben das auch gefördert, etwa durch das geordnete Rückkehrgesetz, das wir beschlossen haben. Ich freue mich, wenn der Vorsitzende der Grünen, der Herr Habeck, dann in der Welt sagt, ja, wir müssen ausländische Gefährder ausweisen. Nur dann würde ich mich auch
darüber freuen, wenn die Grünen bei den entsprechenden Taten mitmachen und nicht nur darüber reden und beispielsweise bei einem solchen geordneten Rückkehrgesetz mitgemacht oder etwa heute Abend bei der nächsten Debatte mitmachen, wenn wir dieses nochmals entsprechend nachbessern. Ansonsten sind die Worte von Herrn Habeck nur wertlose Prosa. Und dann ist es nicht glaubwürdig, Herr Kollege von Notz. Ich komme zu Ihnen auch noch. Wir haben 2017 auch für die deutschen Gefährder die Gesetze zur Sicherungsverwahrung verschärft, Herr Kollege von Notz. Ich habe das sehr wohltuend zur Kenntnis genommen, dass Sie gerade in Ihrer Rede auch gesagt haben, da müssen wir noch mehr tun. In der Tat wird die Anwendung dieser Gesetze ist noch etwas suboptimal. Wir müssen auch mal evaluieren, ob wir da noch etwas nachschärfen müssen. Nur, Herr Kollege von Notz, warum haben Sie dann als Grüne 2017 wenigstens diesen Gesetzen nicht zugestimmt? Sie haben sie abgelehnt. Und insofern müssen Sie Ihren Worten eben auch Taten folgen lassen. Und eine letzte Bemerkung möchte ich machen. Wir müssen auch danach schauen, dass wir die ausländischen Gefährder abschieben. Das gilt auch für diejenigen aus Syrien. Deswegen brauchen wir eine Neubewertung des Abschiebestopps. Auch wenn wir wissen, dass es auch noch andere Hürden gibt und wir natürlich rein praktisch nach Syrien Personen nur schwer verbringen können. Aber das eine ist die Bewertung der Sicherheitslage in Syrien, die das Auswärtige Amt vornimmt. Und das andere ist die Frage, ob die Innenministerkonferenz den absoluten Abschiebestopp nicht doch wenigstens für eine bestimmte Personengruppe öffnen kann. Und das ist die Personengruppe der eingestuften Gefährder aus Syrien. Weil wenn jemand selbst erklärt, sagt, er sei Feind von Deutschland und er beabsichtige, Menschen hier zu töten oder zu schädigen, dann hat er keinen Schutz verdient. Und zwar weder den Schutz des Asylrechts noch den Schutz eines Abschiebestopps. Und deswegen ist es mein Appell an Sie, Herr Minister Seehofer, dass Sie prüfen, neben der Einschätzung des Auswärtigen Amtes, wenigstens diese kleine Gruppe von Gefährdern aus Syrien vom Abschiebestopp auszunehmen. Herzlichen Dank. Der Bundestag diskutiert über islamistische Angriffe in Europa. Und während wir hier der Debatte folgen, haben auch die Kollegen hier von Phoenix natürlich die USA im Blick. Und sollte es dort neue Zahlen geben, neue Entwicklungen, dann werden wir natürlich auch live darauf gehen zu Ihrer Information. Wir bleiben jetzt aber natürlich erstmal im Bundestag und hören Uli Krötsch zu von der SPD-Fraktion. Wir stehen noch unter Schock angesichts der sich überschlagenden Ereignisse in Europa. Erst hier in Deutschland, in Dresden, dann zum wiederholten Mal in Frankreich, diesmal in Nizza und jetzt jüngst in Wien. Das alles, nachdem bis Oktober islamistische Anschläge und Anschlagsvorhaben in Deutschland und Europa insgesamt rückläufig waren. Das zeigt uns, Terrorismus ist eine dauerhafte Gefahr und seine Bekämpfung eine dauerhafte Aufgabe. In allen Bereichen der Gesellschaft, von der Zivilgesellschaft über die Sicherheitsbehörden bis hin zu jeder und jedem von uns. Und das betrifft Terrorismus in all seinen hässlichen Ausprägungen gleichermaßen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen dieser schrecklichen islamistischen Terroranschläge. Für uns Demokratinnen und Demokraten in Europa heißt das jetzt, dass wir solidarisch Seite an Seite stehen und geschlossen gegen alle Terroristen und Demokratiefeinde aufstehen, die unsere Lebensweise und unsere Werte in Europa bekämpfen. Sie wollen uns Angst machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber ich sage Ihnen, die Einzigen, die jetzt Angst haben sollten, sind die Terroristen selber. Terrorismus ernährt sich von Hass. Lassen Sie uns deshalb alle gemeinsam alles dafür tun, dass diese Angst bei den Menschen in Deutschland und Europa nicht entsteht, sondern dass alle Menschen wissen, dass sie in Frieden und Freiheit leben können und dass es eben die Terroristen sind, die Angst haben müssen. Und zwar vor Verfolgung durch unsere top aufgestellten deutschen Sicherheitsbehörden.
Vom Terror in Europa profitieren meines Erachtens zwei Seiten. Einmal die Terroristen bzw. der Islamische Staat selber. Sie töten feige und brutal unschuldige Menschen und rühmen sich damit. Auf der anderen Seite profitieren die Rechten und die Islamfeinde auch in diesem Hohen Haus. Für sie ist jeder islamistische Anschlag ein gefundenes Fressen, um Ressentiments und Hass in unserer Gesellschaft gegenüber unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und gegen demokratische Parteien zu schüren. Für Demokratiefeinde ist die Schuldfrage geklärt. In ihren Augen haben alle Muslime Schuld. Ihre Kollegin Frau von Storch kommentierte auf Twitter, solche Anschläge passieren immer da, wo es islamische Gemeinden gibt. Die intellektuelle Leistung, zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden, überstieg dabei ganz offenbar ihre Fähigkeiten. Und natürlich, und das war schon immer so, haben die Rechten schon vermeintlich einfache Lösungen parat, wie der Terror aus Deutschland verschwindet. Nur leider ist die Realität viel komplexer. Weder gibt es einfache Lösungen, noch gibt es hundertprozentige Sicherheit. Auch wenn wir die besten Frauen und Männer in den Sicherheitsbehörden haben, die es wohl weltweit gibt, selbst die können nicht für hundertprozentige Sicherheit überall in Deutschland und Europa sorgen. Aber ich sage Ihnen, genauso wenig wie wir den IS-Terroristen erlauben, uns Angst zu machen, uns zu spalten und unsere freie Gesellschaft zu attackieren, genauso wenig werden wir ihnen erlauben, Profit aus unserer Trauer und unserer Solidarität zu schlagen. Jetzt wachsen wir erst recht zusammen. Zum Beispiel kandidiert ein Hanauer Architekt mit türkischen Wurzeln für den Bundestag, nachdem sein Cousin am 19. Februar 2020 in Hanau von einem Rechtsextremisten ermordet wurde. Abdullah Unwar sagt, er wolle sich für das friedliche Zusammenleben und gegen Menschenfeindlichkeit engagieren. Jetzt erst recht, sagt er. Und ich bin froh, dass er das für die SPD macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es sind übrigens zwei Menschen mit türkischen Wurzeln, die als Helden von Wien gefeiert werden, weil sie selbstlos einen Polizeibeamten aus dem Kugelhagel gerettet haben. Ich sage allen Demokratiefeinden, egal ob islamistisch oder rechtsextrem, wir lassen uns nicht spalten. Im Gegenteil, bei jedem Anschlag wachsen wir noch näher zusammen. Und das erfüllt mich mit Stolz. Wir sind mehr. Jetzt erst recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Die Rede von Uli Grötsch für die SPD-Fraktion hier im Deutschen Bundestag. Der nächste Redner in dieser aktuellen Stunde ist Marianne Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Er sitzt unter anderem im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dresden, Paris, Nizza, Lyon, Wien. Innerhalb von 28 Tagen wurden 9 Menschen in Europa mitten unter uns auf grausamste Art und Weise von Islamisten ermordet und viele weitere schwer verletzt. Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden der Opfer. Wir befinden uns in einem europäischen Terrorherbst und der islamistische Terrorismus in Europa nimmt zu. Aber, das haben die Kolleginnen und Kollegen heute gut bestätigt, es ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen. Es ist ein Kampf der Mehrheit der Menschen, die sich für Frieden engagieren, ein Leben in Freiheit wünschen. Und es ist ein Kampf gegen die, die die Welt brennen sehen wollen. Und deswegen ist der gemeinsame Kampf aller gesellschaftlichen Kräfte besonders wichtig, dass wir als Christen, als Juden, als Muslime, als Atheisten zusammenstehen. Und genau weil es sich um islamistischen Terrorismus handelt, ist es besonders wichtig, auch Frau Ali, dass die Muslime ein deutliches Zeichen senden. Es muss klar sein, dass Muslime diesen Hass, diese Gewalt verurteilen. Dieses Signal wünsche ich mir noch sichtbarer, weil sie das auch gefordert haben. Und deswegen unterstütze ich sie in ihrem Ausdruck. Der Islamismus ist eine Gefahr für Deutschland und Europa. Der Angriff auf ein schwules Paar in Dresden war der Beginn dieses europäischen Terrorherbstes. Der mutmaßliche Angreifer
war ein mehrfach verurteilter islamistischer Gefährder. Unsere Sicherheitsbehörden tun ihr Möglichstes, um die Bevölkerung vor Anschlägen wie diesen zu schützen. Und wir hier im Deutschen Bundestag, wie auch in den Landtagen, sind aufgefordert, unser Möglichstes zu tun, um sie dabei zu unterstützen. Und nun heißt es nämlich ganz konkret, Farbe zu bekennen. Wir haben vom Innenministerium und von der Bundesregierung nun einen Vorschlag zur Umsetzung der Quellen-TKÜ auf dem Tisch. Und nun können alle Parteien und alle Fraktionen hier im Deutschen Hause diesen guten Vorschlag zur Novelle des Verfassungsschutzes unterstützen und daran mitarbeiten, dass unsere Sicherheitsbehörden, unsere Männer und Frauen, die für unsere Sicherheit zuständig sind, diese Instrumente an die Hand bekommen, um uns noch besser vor diesen Gefährdern zu schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir dürfen aus meiner Sicht ja nicht akzeptieren, dass unsere Sicherheitsbehörden diesen Terroristen wegen mangelnden Befugnissen im digitalen Raum hinterherlaufen. Wir können nicht mit Gesetzgebung von 1990 gegen Terroristen im Jahr 2020 entsprechend vorgehen. Und ich möchte es darum hier an dieser Stelle auch mal betonen, lieber Konstantin von Notz, weil du von allem rechtlich Möglichen gesprochen hast. Es ist jetzt an der Zeit, diese Farbe zu bekennen. Macht mit, reiht euch hier ein, unterstützt eine schnelle Akzeptanz und Einführung der Quellen-TKÜ. Aber wir müssen auch ein Stück weit weiter außerhalb unseres Landes schauen. Der mutmaßliche Attentäter von Dresden ist 2015 nach Deutschland gekommen, zusammen mit Hunderttausenden weiteren Menschen. In dieser Ausnahmesituation wussten unsere Sicherheitsbehörden zeitweise nicht, wer da alles über die Grenzen kam. Und deshalb, ja, wir als Union setzen uns für striktere Einreisekontrollen ein. Wir müssen an unseren europäischen Außengrenzen die Hintergründe und Motive der Einreisenden, die aus entsprechenden Gebieten kommen, vorab prüfen und erst dann die Einreise ermöglichen. Dafür braucht es einheitliche Terrordatenbanken, es braucht einheitliche Gefährderlisten, es braucht ein einheitliches Asylregime, damit wir dieser Situation gerecht werden können. Ansonsten setzen wir nämlich unseren Bürgerinnen und Bürgern in Europa einer möglichen Gefahr aus wie Nizza und Dresden, und das dürfen wir unter keinem Umständen zulassen. Denn für mich ist es ehrlich gesagt immer noch schwierig auch zu verstehen, wenn ein Gefährder, der in Italien als solcher registriert ist, in Frankreich überhaupt keinen Alarm auslöst, wenn er sich dort aufhält. Und das müssen wir zwingend und sofort beenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist neben einem dringend benötigten schnelleren und europaeinheitlichen Informationssystem auch ein einheitliches, von mir angesprochenes Asylsystem wichtig. Wir müssen alles dafür tun, und das haben die Kolleginnen und Kollegen heute auch gesagt, dass wir die vermeidbaren Gefahren begrenzen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nicht von Hass und Angst ein Leben hier führen, sondern dass sie sicher sich fühlen, dass sie in unserem freiheitlichen Land, in diesem freiheitlichen Kontinent gerne leben. Und dafür braucht es eine starke Zivilgesellschaft, die ein Bollwerk gegen diese Radikalisten und radikalen Islamisten aufbaut. Und ich glaube, und das sage ich auch zum Schluss, dieser europäische Terrorherbst erinnert uns doch insgesamt daran, dass es egal ist, was wir glauben oder was wir denken, aber dass wir für unsere freiheitliche Gesellschaft hier in Europa kämpfen werden und dass diese Terroristen am Ende nicht siegen werden. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Aydan Özoğuz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ende der Debatte möchte ich vielleicht doch noch mal festhalten, wir reden im Haus über diese zutiefst schockierenden und furchtbaren Anschläge in verschiedenen Städten Europas. Und ich habe aber den merkwürdigen Eindruck, dass wir es nicht alle ganz gleich meinen. Und das sage ich jetzt auch in aller Deutlichkeit, Herr Hess, zu Ihnen. Es war nicht nur die Kriegsrhetorik, die meine Kollegin Ute Vogt schon angesprochen hat. Würden Sie hier einmal von dieser Stelle vom Krebsgeschwür des Rechtsterrorismus sprechen, dann würde ich Ihnen, glaube ich, mehr glauben, dass Sie es ernst meinen mit Ihrem Kampf gegen Extremismus in all seinen Formen und nicht nur gegen eine Richtung. Auch ich möchte noch einmal zum Ende natürlich festhalten,
Wir stehen fest an der Seite unserer französischen und österreichischen Freunde. Wir trauern mit den Angehörigen der Opfer und wir wünschen allen Verletzten schnelle Genesung. Wichtig ist aber auch, wir teilen eben nicht nur diesen Moment der Trauer, sondern wir stehen gemeinsam gegen Extremisten, gegen Terroristen, gegen jeden, der meint, dass er sich über das Gesetz und das Leben von anderen stellen dürfe. Das dürfen wir nicht zulassen. Unsere Innenpolitiker haben schon einiges dazu aus dem Bereich der Sicherheitspolitik gesagt, Herr Minister Mayer, Herr Bundesminister Seehofer. Aber wir müssen eben hier gemeinsam stehen und uns auch sagen, natürlich auch immer nach draußen sagen, wir lassen nicht nach in unserem Bemühen um unsere Freiheiten, unser kostbares und übrigens auch hart erarbeitetes Miteinander. Das müssen wir verteidigen und das können wir nur schaffen, wenn wir uns von niemandem dieser Extremisten in die Irre führen lassen. Diese grausamen Taten, und das wurde natürlich schon gesagt, sollen uns ja verunsichern. Die Attentäter und ihr Umfeld zielen eben perfide darauf ab, dass wir uns gegenseitig misstrauisch beäugen, nach Herkünften, nach Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften sehen. Einige schüren das ja durchaus auch. Die Gefahr für uns alle geht von all denen aus, die bereit sind, gewalttätig zu sein. Ein rechtsextremer Terrorist in Halle, der plant, eine jüdische Gemeinde auszulöschen und dann wahllos Passanten erschießt, hat das gleiche Ziel wie IS-Rekruten, die wahllos auf Menschen schießen. Was diese völlig unterschiedlichen Täter vereint, ist der Wille zu töten im Namen ihrer jeweils eigenen Radikalität, ihres Fanatismus und ihrer menschenverachtenden Ideologie. Ob islamistischer Attentäter oder Rechtsextremist, jeder Fanatiker, sie sind Feinde unserer Gesellschaft und denen sollten und müssen wir uns immer gemeinsam entgegenstellen. Natürlich muss man sich auch die Motive sehr genau anschauen, schon aus dem Interesse heraus, uns zu schützen. Und das will ich dann doch noch mal sagen, dem Attentäter in Wien war es ja beispielsweise völlig egal, auf wen er geschossen hat. Er hat auch einen Nordmazedonier getroffen, so wie er es selber ist. Die gleiche Herkunft. Ich möchte an die zwei fanatischen Brüder in Frankreich erinnern. Sie haben einen Polizisten, sie haben ja noch mit ihm gesprochen, sie wussten, dass er ein Muslim war. Es hat sie nicht davon abgehalten, ihn kaltblütig zu erschießen. Und andersherum halfen eben selbstverständlich zwei türkeistämmige Österreicher dieser verletzten älteren Dame und dem Polizisten. Die haben sicherlich nicht über Religionszugehörigkeiten nachgedacht, sondern sie haben einfach einen Wahnsinnigen gesehen, der auf Menschen schießt, und sie haben sofort geholfen. Und so müssen wir eben agieren miteinander. Die Welt der Extremisten und Attentäter ist nicht so leicht zu zeichnen, wie es einige hier immer wieder glauben machen wollen. Und genau hier, am Punkt der Radikalisierung, müssen wir eben ansetzen und unsere Bemühungen intensivieren. Ob es eine Hasspredigt in einer extremistischen Moscheegemeinde ist, wirre Thesen in Online-Foren, die Rekrutierung von ausländischen Terrororganisationen, die Hass in den Köpfen dieser Täter sehen. Wir müssen aufmerksam sein. Imam-Ausbildung könnte man jetzt eine Menge zu sagen, wie viele dicke Bretter wir damals bohren mussten, aber immerhin sind wir ja schon ein paar Schritte weiter. Es schockiert mich zutiefst, dass Menschen gerade in unseren Gesellschaften derart ihre Menschlichkeit verlieren und zu solch einer Gefahr für andere werden. Und es schockiert mich, dass sie zur Rechtfertigung ihrer Taten beispielsweise auch den Islam meine Religion nennen. Ich weiß, Sie haben das eben nicht so gemeint, Herr Wendt, ich weiß gar nicht, wo er jetzt sitzt, aber es war etwas eigenartig, als Sie jetzt ausgerechnet Frau Mohammed Ali angesprochen haben, in dem Sinne, jetzt müssen sich Muslime, ich glaube auch, Sie haben das anders gemeint, aber ich wollte noch mal sagen, das ist ja gerade das, was wir nicht wollen, sondern dass wir eben gemeinsam stehen. Ich möchte schon noch mal sagen, wie widerwärtig das eben ist. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, ich war nie Fan dieser Karikaturen von Charlie Hebdo. Und ich möchte es auch deutlich sagen, sie stoßen mich ab. Und das darf ich hier sagen, so wie jemand anderes diese Karikaturen zeichnen darf. Und nicht genau deshalb, niemand darf sich dann erheben und einen anderen Menschen dafür verfolgen oder gar umbringen. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir brauchen gegen Fanatismus ohne Zweifel
an gut ausgestattete Sicherheitsbehörden. Die stärkste Antwort auf Hass und Gewalt aber bleibt die Menschlichkeit und unser Leitbild für ein solches Zusammenleben. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich es ganz wichtig fand, dass sich auch islamische Organisationen und Moscheen in all diesen Ländern endlich mal zu Wort gemeldet haben und deutlich gesagt haben, wie stark sie diese Taten verurteilen und welcher Abscheu sie betrachten. Frau Kollegin, Sie müssen sich an die Redezeit halten. Sie haben völlig recht. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege, Sie telefonieren jetzt seit 5 Minuten. Wenn Sie telefonieren wollen, gehen Sie doch bitte raus. So, der letzte Redner ist der Kollege Christoph Bernstiel, CDU-CSU-Fraktion. Christoph Bernstiel sitzt im Ausschuss für Inneres und Heimat für seine Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Viele Menschen in unserem Land haben Angst. Angst vor Islamismus, vor politischem Terror im Namen des Koran. Und diese Angst ist tatsächlich nicht ungerechtfertigt. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ungefähr 28.000 islamistische Gefährder in unserem Land zählen, kommt auch unser Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu der Überzeugung, ich zitiere, wir müssen jeden Tag auch in Deutschland mit einem islamistischen Anschlag rechnen. Und ich pflichte ihm bei, dass diese Sorge berechtigt ist. Die Menschen in unserem Land haben aber nicht nur Angst vor islamistischem Terror, sie haben vor allen Dingen die Sorge, dass wir hier in der deutschen Politik, und damit meine ich den Bund und die Länder, nicht genug tun, wenn es um die Bekämpfung des Islamismus geht, des politischen Islamismus. Ich kann sagen, es ist mitnichten so, wie behauptet wird, dass wir gar nichts tun. Wir haben bereits das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, wir haben eine Schwerpunktstelle im Bundesinnenministerium, wir haben das gemeinsame Internetzentrum, vieles mehr. Und wir werden jetzt in Kürze auch noch das vielfach angesprochene TKÜ-Gesetz bzw. die Quellen-TKÜ endlich auch gesetzlich verankern können, sodass wir Islamisten auch im Internet richtig verfolgen können. Das tun wir alles. Doch wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind, dann müssen wir uns die Frage stellen, reicht das aus? Und ich sage, es geht noch mehr. Und zwar müssen wir anfangen, Ross und Reiter auch zu benennen. Und das ist nun mal der politische Islamismus. Sehr geehrter Herr von Notz, Sie haben vorhin den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zitiert. Ich habe hier auch noch ein weiteres Zitat für Sie. Ich zitiere, die falsch verstandene Toleranz muss endlich ein Ende haben. Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen, wie gefährlich die Ideologie des politischen Islams für unsere Freiheit, für das europäische Lebensmodell ist. Und wenn wir das akzeptieren möchten oder können, manch einem wird das vielleicht sogar schwerfallen, dann müssen wir diese Debatten auch ehrlich führen und wir müssen zu dem Schluss kommen, dass es nicht ausreicht, nur Gesetze zu erlassen, unsere Sicherheitsbehörden zu stärken. Denn was tun wir damit? Wir bekämpfen damit die Symptome. Wir müssen aber an die Ursache heran. Und die Ursache liegt im politischen Islamismus, meine Damen und Herren, und das möchte ich hier auch mal ganz klar so zur Sprache bringen. Und wenn ich sage, dass das vielleicht nicht ausreicht, mit Gesetzen und mit Stärkung der Sicherheitsbehörden gegen dieses extrem gefährliche Phänomen vorzugehen, dann habe ich auch einige Maßnahmen, und das unterscheidet uns als Regierungsfraktion, da schließe ich die SPD mit ein, fundamental von der AfD, die hier immer nur Forderungen in den Raum wirft. Dann nenne ich Ihnen ein paar Maßnahmen und möchte da zitieren aus einem kürzlich erschienenen Artikel in der Welt. Dieser wurde gezeichnet unter anderem von Nekla Kelek, von Seran Attes, von Ahmad Mazur, und da möchte ich sagen, Ahmad Mazur wäre sicherlich nicht stolz darauf, von der AfD zitiert zu werden. Und mitgezeichnet haben ihn auch meine Kollegen Lindemann und de Vries. Dort gibt es einige Forderungen, ich möchte sie gerne hier vorführen. Es geht darum, wir brauchen eine Schulstudie. Wir brauchen die Erfahrungen der Lehrer im Umgang mit Islamismus im Alltag, in der Schule. Was ist los, wenn muslimische Kinder, nicht muslimische Kinder, aber Kinder, die unter dem Einfluss des Islamismus stehen, Frauen nicht die Hand geben wollen, wenn Kinder nicht zum Schwimmunterricht geschickt werden. Das sind die ersten Indizien. Wir brauchen eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam, der die Finanzierungsströme aufdeckt, der die Strategien und Strukturen hinter islamistischen Verbänden aufdeckt. Das gute Beispiel dafür könnte Österreich sein. Wir brauchen eine Einrichtung von Lehrstühlen an den Universitäten zum Thema politischen Islam. Wir brauchen endlich ein Ende der Kooperation mit staatlichen und
politischen Vertretern des politischen Islams. Und das müssen wir, da sind wir doch schon dabei. Wir brauchen die Einrichtung, warum regen Sie sich denn so auf? Wir brauchen die Einrichtung eines Expertenkreises für politischen Islam im BMI. Da gucke ich zu unserem Bundesinnenminister. Und ich füge noch hinzu, wir brauchen auch die Möglichkeit, Kinder aus schwerstkriminellen Familienclans und aus dem islamistischen Milieu als Ultima Ratio herauszunehmen. Und genauso gut, und das wurde hier auch schon vielfach angesprochen, das begrüße ich sehr, müssen wir darüber reden, die Imam-Ausbildung hier in Deutschland voranzutreiben. Denn völlig richtig ist, wenn gesagt wird, dass selbstverständlich nicht jeder, der an den Koran glaubt, der muslimischen Glaubens, die Muslime und Muslime, die sind, jetzt seien Sie doch mal still, Mensch, hören Sie mal zu. Also wirklich. Nicht jede Muslima und nicht jeder Muslime ist selbstverständlich ein Terrorist. Und auf diese Differenzierung kommt es an. Und genauso müssen wir aber auch differenzieren, wenn wir sagen, der politische Islam, der gehört eben nicht zu Deutschland. Und es kann keine Rechtfertigung für irgendeine Gewalttat sein, wenn Satire betrieben wird, auch wenn ich diese nicht teile, wenn religiöse Figuren in irgendeiner Weise schändlich dargestellt werden, dann ist das keine Rechtfertigung für irgendeine Form von Gewalt. Und das müssen wir genauso deutlich aussprechen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Titel dieser Aktuellen Stunde war unter anderem unsere freie Gesellschaft verteidigen. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann können wir das eben nicht nur tun mit Gesetzen und mit Stärkung der Sicherheitsbehörden, dann müssen wir es mit den von mir genannten Maßnahmen tun und wir müssen vor allen Dingen auch lernen, konsequent und selbstbewusst unsere Normen und Werte zu verteidigen und die auch von den Gegnern dieser Werte einzufordern. Eins ist klar, ein Weiter-so kann es in dieser Form nicht geben. Herzlichen Dank.